Herzlich willkommen zurück zu Medusas Labyrinth. Jetzt hier der dritte Teil. Ja, das hat leider ein bisschen länger gedauert, das Ganze, weil ich ein bisschen technische Probleme hatte und mich dann jetzt auch noch an der Erkältung da niedergeworfen hatte und meine Stimme so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und, wow. Hallo? Schön dunkel hier drin. Ich hätte gerne ein bisschen Licht. Das wäre jetzt echt super. Oh, es geht schon wieder los. Was war das? Naja, wie ihr hört, ist meine Stimme noch so ein bisschen angefressen. Aber ich wollte dann doch jetzt endlich mal die nächste Folge aufnehmen, weil sonst wird das nichts mehr. Wie ist der denn hier durchgekommen? Eigentlich? Naja gut, okay. So. Also, was bis jetzt eigentlich passiert ist, wir sind ja durch den Tempelvorhof haben wir den Tempel des Poseidon betreten. Und dort dann eben den Zugang zu diesem Labyrinth gefunden, in dem alles ganz schön dunkel ist und komische Kreaturen rumlaufen. Und oh, noch so ein, ja, okay. Noch so ein armes Opfer von Medusa. So, jetzt habe ich erstmal Licht. Und dort haben wir dann eben von dem Mädchen Aliona erfahren und von ihrem Vater Arkas. Und in ihrem Weg im Prinzip mit diesen Tagebuchseiten gefolgt. Und hier haben wir gleich schon die nächste. Aliona, fünfter Teil. Last night they came in when I was sleeping. I was so certain that I had barred the door, but I must have forgotten. Such a small mistake. When father come, he will have them killed. I told them so, and they laughed. Why would they laugh? It hurt more than the rest. The bones sing to me now, a wordless hymn. It helped me after they left. I just lay there and listened to it for hours. Okay, oh, hier haben wir noch eine Fackel. Das ist jetzt natürlich interessant, wie sich da die Geschichte dann weiterentwickelt. Also, was wollte ich sagen? Aliona, genau, wurde ausgewählt, um als Orakel für Poseidon zu fungieren. Aber ihr Vater war damit nicht so richtig einverstanden und hat sie dann halt eben versucht, aus dem Tempel zu befreien. Und jetzt eben gerade hat sie beschrieben, dass sie eben nachts in Anführungsstrichen Besuch immer wieder bekommt. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Besuch sie eben, ja, grünes Feuer, eben vermutlich vergewaltigt. Und sie befindet sich aber wohl offensichtlich irgendwo da, wo eine Art Krypte oder Mausoleum oder etwas ähnlichem. Auf jeden Fall irgendwo, wo viele Knochen auch zumindest liegen. Und ich mache jetzt hier überall Licht an. Ist mir zu dunkel. Zumindest bildet sie sich ein, dass diese Knochen dann ein Lied für sie singen. Und das hilft ihr über den Schmerz hinweg. Oh, scheiße. Ich will da unten aber eigentlich gar nicht rein. Was auch immer das jetzt gerade für ein Poltern und Gerummel ist. Häng ich fest? Ah, okay. So.
Und weiter hinab geht's. Es würde mich jetzt echt interessieren, worauf das Ganze hier eigentlich hinausläuft. Wenn wir Aliona am Ende vielleicht sogar treffen. Oder ihren Vater. Was meint ihr denn dazu? Ich würde mich echt über Kommentare freuen. Das sind das Regale oder sind das vielleicht sogar so Ausbuchtungen, wo man vielleicht noch Leichen hinlegen könnte? Mann! Das Ganze ist also auch noch äußerst baufällig. Also auch nach so einer langen Pause ist dieses sofort auch wieder dieses beklemmende Gefühl, zumindest bei mir gleich da. Weil ich echt nicht weiß, was hier unter der nächsten Biegung lauert. Dazu kommt halt wirklich noch diese, wie ich finde, wirklich schöne Lichtstimmung. So Blau- und Grüntönen. Und es geht weiter hinab. Naja, was ich vorhin meinte ist, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie das Ganze jetzt hier vielleicht endet. Also ich hoffe mal, es ist nicht zu kurz. Also wobei ich schon gelesen habe, dass es kein sehr langes Spiel sein soll, weil es eher so eine Ausgliederung ist. Aus einem... Na? Wieso? Ah. Wie praktisch. Aber dann lesen wir erstmal diese Notiz. Arkas, 5. Teil. I buried Timaios today. It had to be done in secret, but he deserved a place of honor for his sacrifice. I washed his bones myself and sent them down with the acolytes to the buried in the tombs under the false name. I cannot risk going down for a visit, but I miss her more than anything. The Hierophant suspects that someone amongst the lower priests has stolen her away, but so far his search has yielded no results. Ah ja, genau, wir hatten ja schon erfahren, dass dieser Timaios verletzt wurde bei dem Versuch, Aliona zu befreien. Und jetzt hat eben der Arkas ihn... Oh! Ich gehe mal lieber schnell weiter, ne? Ich bin irgendwie hinter mir. Werde ich verfolgt? Ich hoffe doch nicht. Nichts kommt mehr. So. Das ist noch eine Notiz. Okay. The mark of a slave will set you free, but bands of iron are not the key. Okay. Ein kleines Gedicht. Eben das Zeichen der Sklaven wird dich befreien. Aber die Ringe aus Eisen sind nicht der Schlüssel. Was auch immer das jetzt heißen mag. Vielleicht eine Warnung, sich irgendwie als Sklave zu tarnen. Ich freue mich über jede Fackel. Weg.
dich aufnehmen. Dich. Wieso kann ich... Ah, ich habe schon zwei Verkäufe. Okay. So. Was das hier wohl ist. Das ist ein Altar. Ja, könnte fast sein. Ist hier noch irgendwas? Okay. Na dann. Gehen wir mal zu den unheimlichen Geräuschen hin. Haben wir auch sonst nichts zu tun. Schön die Trinkkelche neben den Schädeln. Überall dringt etwas Wasser ein. Für den Fall, dass gleich wieder irgendjemand auf die Idee kommt, uns das Licht auszupusten. Ich habe meine Kohlenbecken und die geben mir Licht. Oh, schön, Pfeile. So, dann gehen wir mal in den nächsten Gang hinein. Ist sonst noch irgendwas? Nichts. Oh, da ist noch ein Kohlenbecken. Anmachen. Na, komm schon. So, da ist noch eins. Oh, das können wir uns hier richtig muckelig machen. Gut. So. Na dann. Oh, ich wette, diesmal läuft es nicht weg. Stellen wir es mal schon mal so vorsichtig schon mal so hin. Als alter Camper. Ne? Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich hoffe, es reicht ein Fall oder vielleicht auch zwei. Mal gucken. Ist es? Nein, ich hab euch doch, ich hab doch. Okay. Also ein Fall reicht offensichtlich nicht. Na gut, wie viele Pfeile habe ich? Zwei. Das heißt, ich habe da hinten die Pfeile noch nicht eingesammelt. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Na gut. Was war das denn, bitteschön? Soll man das denn dann besiegen, das Vieh? Jetzt muss ich hier vielleicht irgendwie dann das hier so drum umzerren oder muss ich mich vielleicht hinter ihm durchschleichen? Ich habe die Befürchtung, dass das aber nichts wird. So. Also nochmal. Da kommt gleich dieses Vieh. Also auch da steche ich gleich einfach weiter zurück. Dann habe ich ein bisschen Zeit. Okay. So, da ist das Vieh. Kann ich hier vielleicht gleich irgendwie rumrennen? Das wäre sonst auch noch eine Möglichkeit.
Okay. Und jetzt einmal gleich ganz genau zielen. Und ich hoffe mal, dass es das dann reicht. Wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe, dann steckte der Pfeil auch noch in seinem Körper drin. Dann muss ich ihn vielleicht irgendwie höher treffen. Vielleicht irgendwie direkt auf den Kopf oder so. So, zielen und... Feuer. Ha! So. Doch nicht so schlimm gewesen. Interessant. Ah, Moment mal. Halb Mensch, halb Ziege. Wie hießen sie denn noch? Ach, ich habe das vergessen. Könnt ihr mir das vielleicht mal bitte in die Kommentare schreiben? Wie hießen die Wesen noch, die halb Mensch, halb Ziege waren? Sapyren? Waren das Sapyren? Sapyren. Nein. Ich weiß es nicht. Ich recherchiere es. Ich werde es hoffentlich dann in der nächsten Folge dann einmal unterbringen können. Ach du meine Güte, was sind das für Käfige? Möchte ich wissen, was da drin gehalten wurde? Vielleicht diese komischen Viecher. So. Oh, ein Kohlebecken. Zack, an. Komm, komm, komm. Machen wir uns Licht. Und ein Pfeil. Sehr gut. Da ist noch ein Kohlebecken. So. Ups, da wollte ich drauf. Wasser. Okay, hier geht es irgendwie einmal rum. Okay. Also, da geht's weiter und auf der anderen Seite geht's auch weiter. Okay, gucken wir erstmal hier drüben. Ich habe das doch gerade angemacht. Hm. Blaues Feuer. Super. So. Okay, hier geht's irgendwie nicht so richtig weiter. Okay, dann gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Da war ja auch noch ein Gang. Gut. Komm, laufen wir mal eben rüber. Okay, so. Brett vom Kopf. Okay. Das hier weiter. Muss ich da hinten vielleicht drauf springen? Dann versuchen wir es nochmal. Na, guck mal. So, zack, einmal, nochmal. Na, okay. Und schon wieder diese Geräusche. Die meine ich. Genau die. Komme ich aber nicht rauf. Gut, dann müssen wir doch hier drum. Ach, schon wieder so eine Treppe. Hallo? Ist da jemand? Wer hustet denn da? Ich glaube ja, wir sind nicht alleine hier unten. Na gut, das soll es dann auch erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Bitte verzeiht nochmal meine etwas angeschlagene Stimme. Naja, aber es musste jetzt einfach gemacht werden. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Vielleicht ein Like oder Dislike. Sonst vielleicht auch einfach mal meinen Kanal zu abonnieren für solche und ähnliche weitere Spiele, die da noch kommen werden. Sonst danke ich erstmal für eure Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Wir sehen uns dann bald wieder.